Sitzt du gerade vor deinem Weihnachtsbaum und fragst dich, was für einen Umsatzsteuersatz wohl dieser Weihnachtsbaum hatte? Wenn ja, dann bist du mit dieser Frage definitiv nicht allein und die Antwort bekommst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und Weihnachtsbäume sind gar nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Denn für den Weihnachtsbaum kommen insgesamt 4 Steuersätze in Frage und damit sind sie wahrscheinlich einsamer Spitzenreiter. Die erste Frage, die du dir vor deinem Weihnachtsbaum stellen solltest, ist dieser Weihnachtsbaum eigentlich artgerecht aufgewachsen? Artgerecht aufgewachsen sind sie in der Regel nicht, wenn sie künstlich hergestellt worden sind, zum Beispiel wenn sie aus Plastik sind. Dann gilt nämlich immer der Umsatzsteuersatz von 19%. Wenn du einen artgerecht aufgewachsenen Weihnachtsbaum hast, dann hast du eine weitere Frage zu beantworten. Und zwar, wer hat ihn mir eigentlich verkauft? Ist es ein Land- oder Forstwirt gewesen? Könnte ja sein. Ein Land- und Forstwirt verkauft dir direkt deinen Weihnachtsbaum. Es könnte aber auch ein Gewerbetreibender gewesen sein, der quasi nur als Händler fungiert, der den Weihnachtsbaum irgendwo eingekauft hat, um ihn anschließend weiterzuverkaufen. Immer dann, wenn du deinen Weihnachtsbaum von einem Händler gekauft hast, dann wird der Händler 7% Umsatzsteuer ausgewiesen haben. Wenn du deinen Weihnachtsbaum von einem Landwirt gekauft hast, dann wird das noch ein bisschen komplizierter. Denn Landwirte haben die Möglichkeit. Entweder versteuern sie genauso wie die Gewerbetreibende, das heißt, sie weisen für die Weihnachtsbäume auch 7% aus. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Umsatzsteuer zu pauschalieren. Und wenn dein Verkäufer ein Landwirt ist, der sich dazu entschieden hat, die Umsatzsteuer zu pauschalieren, dann solltest du noch eine dritte Frage stellen. Und zwar, wo ist mein Weihnachtsbaum eigentlich aufgewachsen? Ist er einfach ganz normal in einem Wald aufgewachsen? Wenn ja, dann hat dein Weihnachtsbaum einen Umsatzsteuersatz von 5,5%. Wenn dein Weihnachtsbaum aber aufgewachsen ist in einer Sonderkultur, da wo ganz viele Weihnachtsbäume angebaut werden, dann gilt der Umsatzsteuersatz von 10,7%. Das gleiche gilt übrigens auch, wenn diese Sonderkultur in einem Wald war. So viel erstmal zu den Weihnachtsbäumen. Schauen wir uns jetzt die Weihnachtsgestecke oder Adventskränze an. Da gibt es nämlich auch unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn dein Adventskranz in erster Linie, also überwiegend, aus getrockneten Zweigen besteht, dann gilt der Steuersatz von 19%. Wenn es frische Zweige waren, dann gilt der Steuersatz von 7%. Nachdem wir jetzt die wichtigsten Fragen des Weihnachtsfestes beantwortet haben, wünsche ich euch frohe Weihnachten. Ich weiß, auf diesem Kanal gibt es wahnsinnig tolle, viele Videos über Steuern, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Ich würde euch aber empfehlen, macht den Computer aus und genießt die Zeit mit euren Liebsten.